Jetzt müsste eigentlich dann ganz kurz... Ach du Sch... Ach, Digga, nein. Ich hasse dich. Ich lasse dich doch nicht bei mir wohnen, Chat. Seid ihr dumm? Auf keinen Fall. Alter, sieht das geil aus. Woohoo! Ja, wir haben ja uns ja trotzdem zusammengetan und schon mal ein bisschen an der Mauer gebaut. So, das würde ich auch gerne weiter heuterhin machen. Wir haben um 20 Uhr ein Gespräch. Bevor das aber passiert, bevor das allerdings passiert, wir werden übrigens das Mauerdesign hier nehmen. Das hier finde ich sehr, sehr geil. Also ich muss sagen, fühle ich. Werden wir uns tatsächlich gleich dem neuen Teilnehmer widmen, meine Freunde. Ich könnte euch natürlich jetzt schon sagen, wer es ist, mache ich aber bewusst nicht. Kuss. Viele wird es freuen, andere werden es finden. Ich finde es ganz nice, aber wartet einfach mal ab. Dann haben wir nämlich schon mal zwei Mauerelemente stehen. Also mit dem Mauerdesign, muss ich ganz ehrlich sagen, Chat, bin ich super zufrieden. Okay, Leute, wir müssen, glaube ich, kurz zum Spawn. Es ist, glaube ich, soweit. Warum sagst du das immer dann, wenn ich in Discord komme? Ach, Spark, du bist es. Okay, du bist es. Okay, jetzt müsste eigentlich dann ganz kurz... Ach, du Sch... Ach, nein. Ach, Digga, nein. Oh, nein, Digga. Mann! Doch, Digga, nein. Oh, nein. Ich bin 2 Sekunden auf dem Server. Warum killst du mich? Digga, und der ganze Chat schreit nein. Chillig, guck mal hier, Bro. Moin. Moin, Meister, ne? Warte mal, warum hast du jetzt mein Gesicht? Willst du was zu essen haben? Ja, das wäre nett. Hast du zufällig auch noch so Dia-Stuff oder so? Das wäre ein schöner... Digga, ich hab das wäre ein schönes Willkommensgeschenk, oder? Ich habe eine Full-Netherite-Rüstung, du Bot, Alter. Ja, sorry. Weißt du, was Netherite überhaupt ist? Nee, noch nie gehört. Loser. Okay, flieg mal mit mir hinter mir her. Bist du hinter mir? Let's go. Ja, erstmal Spark, was geht? Du bist ja auch am Start. Ja, moin, Herr Wolf. Moin, moin. Jetzt wieder ganz viele Fragezeichen kommen. Wolf war auch schon früher in Craftic dabei und für diese Season hat er gesagt, er möchte mal wieder mitmachen. Streng genommen ist jeder, der früher dabei war, auch wieder in der neuen Season mit dabei. And there we go, bevor es wieder Fragen gibt. So, wo bist du, Lukas? Siehst du mich hier an, ne? Direkt unter dir, über dir, ja. Pass auf, Bro. Hier vorne ist mein Grundstück. Das alles mit dieser Holzmauer. Hier rechts baue ich Pockwarts und hier vorne, guck mal hier, hier hat schon jemand ein Haus gebaut und da könntest du einfach einziehen, warte. Hier oder was? Ja, hier könntest du dich einfach einnisten, glaube ich. Wer hat das denn gebaut? Boah, von wem ist das hier nochmal, Spark? Das Haus ist von Early Boy und ich würde euch ganz empfehlen, da nicht dran zu machen. Mann! Ich lasse den doch nicht bei mir wohnen, Chat. Seid ihr dumm? Auf keinen Fall. Ey, das warte, das wäre cool. Nein, das wäre überhaupt nicht cool. Wir könnten eine Menge Spaß miteinander haben. Der kann in Pockwarts wohnen. Nein, der wohnt auch nicht bei uns in der neuen Burg. So, hier vorne entsteht Pockwarts. Das größte Bauprojekt in ganz Craft Attack. Das ist riesig groß. So, also hier entsteht auf jeden Fall gerade eine richtig große, fette Burg. An den Kisten, wenn du dich da bedient, schneide ich dir die Hand ab. Komm ruhig mal mit. Hier über die Brücke. Also die noch zu entstehende Brücke. Hier wohne ich. Das ist alles mein Gebiet. Hier alles innerhalb dieser Holzmauer. Okay. Hier wäre noch Platz, aber du wirst sicherlich kein Haus bei mir in der Nähe bauen. Hier ich werde sehr oft in deinem Haus sein, keine Sorge, aber... Wenn du sich... Ich verbiete dir hiermit jetzt schon Items zu nehmen, komm mit hier hoch. Das wird sicher. Ah, moin. Ey, nicht mich schlagen, warte. Okay, so, pass auf. Hier, ich gebe dir ein bisschen Start-Equipment. Oh, Ehre. Oha, nett. Das ist auf jeden Fall mein Haus. Ist riesig, riesig groß. Ist sehr, sehr schön. Hier ist leider kein Platz mehr für dich. Guck mal hier. Das hier ist... Guck mal da. Ja. Guck mal da drauf. Das ist mein Brunnen mit den Köpfen meiner Feinde. Finger weg! Ich guck nur. Wie viel Eisen hast du eigentlich hier oben geklaut, du Schwanz? Gar nicht, aber warum ist hier mein Kopf? Lass es, komm mit jetzt, komm mit. Okay, okay. Hier vorne ist so ein Vater, der mit seinem Sohn angeln geht. Das wirst du niemals mit deinem Vater erleben, weil der dich nicht mag. Genau, hier durch den Wald weiter geht's hier runter in meine Schlucht. Guck mal hier ist so eine wunderschöne Schluchtdesign, ne, ist sehr schön, bla 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 bla. Gibt's auch was Cooles, oder? Halt's Maul. Guck mal, da wo dein Weinfeld ist, könnte ich theoretisch mein Haus hinbauen. Falsch. Nee, nicht falsch, das geht. Da müsste ich auch keine Enderperlen. Guck mal, hier ist auch noch voll viel Platz, aber machen wir nicht. Was übel nett von dir wäre, so als Willkommensgeschenk auch wäre ein TNT. Machen wir nicht, kannst du im Shop kaufen. Hier wohnt G-Time, saukomisch, so eine komische Gothic-Villa hat er hier irgendwie gebaut, ich weiß nicht. Hier ist das Haus Hat Style irgendwie. Hier ist das Haus von seinem Mitbewohner Gemba. Jo, was ist das? Wer hat da so hoch gebaut? Das ist der Kaktusturm. Hier ist noch voll viel Platz. Schau mal hier. Du könntest einfach alle richtig geil triggern, indem du hier ein Grundstück hinten, hier ein Haus hinsetzt. Hey, warum? Was wäre denn hier? Hey, wie kacke sieht es aus? Hier werde ich nicht mein Haus hinsetzen. Hey, dreh dich doch mal um. Ist doch saugeil. Ja, mega. Hammer Aussicht. Ja, okay. Dann komm, komm mal mit runter. Pass auf, was ist, wenn du dir eine Insel baust? Ja, damit du wirklich auch noch in der Nähe bist. Weil, guck mal, ich bin ja da oben, ne? Es wäre auch geil. Insel ist. Ah, ich weiß nicht. Ich würde schon lieber an Land bauen. Insel ist eine coole Sache, aber ich feiere an Land eigentlich mehr. Ja, aber an Land ist wirklich nicht frei. Gar nicht mehr bei uns in der Nähe. Ja. Okay, Lukas, schau mal hier. Weißt du, wo Platz wäre? Komm mit. Zeig, ja. Hier vorne. Ich glaube, hier vorne beim Birkenwald wäre no joke noch Platz. Dann bist du auch noch in der Nähe. Ich wollte gerade sagen, ist ja nicht weit weg. Hier oder was? Ja, da vorne halt, die andere Küste, da gegenüber. Boah, ist halt dick Berg, ne? Ja, aber du siehst von hier aus auch Pockwarts, das größte Immobilienprojekt aller Zeiten. Warum kann ich nicht im größten Immobilienprojekt aller Zeiten einfach Grundstück kriegen? Da darf keiner wohnen. Du könntest da später ein Haus bauen, aber jetzt noch nicht. Yes. Lukas, ich lass dich jetzt mal ganz kurz für ein paar Minuten hier alleine, ja? Ja. Wir haben jetzt ein Meeting, geht um eine riesige
Immobilieninvestitionen. Ich komme jetzt gleich in 20 Minuten mal vorbei und schau mal dein Haus an. Ja, und gut, ich gehe erstmal farmen und so jetzt. Ja, wenn das sein sollte, dann spreng ich das, ne? Also dann bis gleich. Perfekt. So, hallo. Ja, Mann, Alter, wie geil. So, leider hat JoeCraft nicht geschafft und der liebe Crocodile Andy auch nicht. Aber wir sind jetzt hier erstmal zusammengekommen zum Bau von Pogwarts. So, wir haben jetzt das ganze Gebiet nochmal sehr viel mehr ausgebaut und jetzt hier wirklich ordentlich losgelegt. Theoretisch darf jetzt gerne drauf losgebaut werden. Ihr könnt mir alle mal ganz kurz gerne folgen. Fabo, wo bist du? Ich bin auf dem Weg. Dann komm mal ganz kurz auf den Berg gegenüber, Leute. Ihr seht jetzt schon, dass hier das Mauerdesign, wir haben uns jetzt für ein Mauerdesign entschieden. Wie ihr seht, haben wir von allen Mauertypen etwas reingebracht. Ich habe jetzt eben schon mal ein Ding da hinten links gebaut nochmal, ein Mauerteil, das ist noch nicht ganz fertig. Das sieht man auch schon mal, wie das aussieht, wenn das versetzt ist. Das könnte man jetzt nach rechts schon mal quasi doppeln. Also man könnte jetzt rechts zum Beispiel schon mal zwei Mauerelemente wieder hinmachen. Diese Mauer, die wir jetzt hier haben, kommt einmal komplett drumherum. Ein Turmdesign gibt es noch nicht, aber ich glaube, Karst, wenn du dir da Gedanken machen möchtest, kannst du da gerne schon mal mit anfangen, weil du hast die Mauer auch so geil gebaut. Deshalb dachte ich halt, weißt du? In dem Stil der Außenmauer jetzt, oder was? Im Stil der Außenmauer, genau, richtig. Okay. Ansonsten haben wir schon mal ein bisschen was abgesteckt. Das Orangene wird das Torhaus sein. Übrigens haben wir jetzt einen neuen Teilnehmer. Viper D wohnt jetzt da gegenüber. Guckt euch den Loser an, dreht euch mal ganz was um. Der wohnt jetzt da gegenüber auf dem Berg. Seht ihr ihn? Ja, da steht er. So ein Loser. Warte, lass ihn abschießen. Ach, Digga, der haut ab. Was für ein Loser. Also das kann man jetzt aktuell nicht mehr verfehlen. Hogwarts ist alles. Ja, Digga, also ist wirklich halt so groß, dass ich nicht weiß, wo wir jetzt so beim Bieten. Diese Mauer kann jetzt eigentlich gerne weitergeführt werden. Ich würde mich heute Abend gerne noch hinsetzen mit Karst und dir vielleicht und Ari auch allen, dass wir mal ganz quick ein kleines und großes Turmdesign ausarbeiten. Das wäre ganz geil. Währenddessen könnte schon mal rechts davon, ihr seht ja diese zwei Elemente, die da stehen, schon mal die Mauer wieder gebaut werden, wenn man möchte, ne? In der Mitte ist übrigens, das pinke ist übrigens das Torhaus und die Straße da hoch kommt mal ganz was mit rüber. Also das hier quasi. Wir haben jetzt unten einen 19er Radius und jetzt wird oben verengt quasi auf einen 15er Radius oder sowas, weißt du? Das heißt, der wird jetzt quasi dann oben verengt. Links kommt der Turm auch nochmal hin, aber mit einer kleinen Besonderheit. Und zwar wird der dann halt unterhalb der Klippe quasi anfangen. Das heißt, der stützt das Ganze nochmal so ein bisschen, ne? Hey, Fabo, wir haben so rein. Guck mal, wie das aussieht. Wir bauen die ganze so richtig schön und du guckst dir das an. Einen noch höher. Leute, bitte, kommt, gönnt uns. Einen noch, Fabo. Einen noch. Lass doch erstmal die Fenster fixen. Ja, du machst die Fenster, ich mach nur einen hoch. Ich muss mich für jetzt leider wieder ausklinken. Ah, nein, wie traurig. Fabo, jetzt komm. Eine Etage noch. Jalalala. Was willst du von mir? Eine Etage. Doch! Wir machen noch einen höher! Ich baue doch gerade die Fenster! Chat, ich mach es hoch! Chat, lasst uns doch, guck mal, der ist, ich schwör's euch, lasst es uns versuchen. Wir können es doch wieder abreißen. Wenn wir geile Zinnen machen, einer noch. Einer geht noch. Einer baut Fabo drauf. Wie du da stehst, du Pinguin. Ich hasse dich. Ey, ganz ehrlich, also wir haben heute hier einen wunderbaren Content. Das ist, also, Junge, wie geil. Also, es ist einfach eine Welt. Wenn da jetzt noch ein bisschen Verzierung dran kommt, der Tor auf die andere Seite. Wirklich, wirklich verrückt. Einfach nur, also da muss man sagen, aber der ist oben mit den Zinnen, bin ich noch nicht so ganz happy. Da muss ich noch ein bisschen was dran machen, denke ich mal. Ja, die sind so ein bisschen rund. Alter, sieht das geil aus! Woohoo! Also ganz ehrlich, Chat, das ist wirklich sehr, sehr, sehr geiler Progress hier. Man muss sich mal vorstellen, Leute, wenn man jetzt hier unten steht. Boah, Digga, man guckt hier so hoch und denkt sich so. Geil. Einfach nur geil.